Jawohl. Ciao. Guten Abend und herzlich willkommen zu Gredig Direkt. Vor genau einer Woche ist ein mittleres Erdbeben durch die Schweiz und durch die Welt. Einer der grössten Sportler aller Zeiten hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Okay, heartbreaking news for tennis enthusiasts across the world. Roger Federer has announced his retirement from tennis. Arguably one of the greatest tennis players of all times, Roger Federer has announced his decision to retire from tennis. God save the king. Federer tritt zurück. Ich habe einen König gesehen. Über das wollen wir reden und auch über eine beispiellose Karriere mit meinem heutigen Gast, mit dem Roger Federer. Hallo Roger. Servus, wie geht's? Sehr gut. Schön hat das geklappt. Wir sind in der O2 Arena in London. Mhm. In einer Stadt, wo du deine grössten Erfolge gefeiert hast. Rekord Wimbledon-Sieger, ATP-Final-Sieger. Jetzt steht der Laver Cup an diesem Wochenende. Dein letztes Turnier. Hand aufs Herz. Wie viel Wehmut ist im Moment bei dir? Es ist schon viel rum, muss ich auch sagen. Es war nicht einfach, die letzten paar Wochen, Monate auch zu akzeptieren, natürlich, dass du merkst, der Fortschritt ist einfach nicht mehr da und es wird nicht mehr. Aber ich habe ja gewusst, ich bin auf dünnem Eis schon seit langer Zeit und habe das Gefühl, dass ich noch die letzten 5 Jahre reinbekommen habe. Irgendwie ist es schon unglaublich, nach der Verletzung, die ich im 16 schon hatte, damals, als ich das Bad angetan habe für die Kinder, dass sie baden können, und ich mir den Meniskus dort gerissen habe im 16. Ist ein bisschen dumm gelaufen, aber es ist trotzdem sehr spannend die letzten 5 Jahre gewesen. Ja. Ich weiss, es ist sicher jetzt der richtige Moment. Darum ist es sicher eine spannende Woche, die bevorsteht. Ich bin auch ein bisschen leicht nervös natürlich, weil ich weiss, viele erwarten natürlich, dass ich hier jetzt, weiss auch nicht, was für Strick noch mal verreisse. Aber kannst du spielen? Ich probiere sicher mal noch ein Doppel zu spielen. Ja. Ich nehme nicht an, dass es fürs Einzel wird länger. Und darum, vielleicht, wenn ich ein Doppel reinbekomme, ist es super. Ich glaube, dass ich 2 kann spielen. Und darum wird das schon sehr spannend auch für mich sein, auf welchem Level ich spielen kann. Ja. Weil ich natürlich auch immer wieder mehr und mehr zurückgefahren in der letzten Zeit, weil ich gemerkt habe, jetzt müssen wir wirklich nicht noch mehr machen. Und wenn man die Entscheidung ein bisschen anschaut, vor einer Woche ist das Kommuniqué rausgekommen. Mhm. Wie viele von euch wissen, waren die letzten 3 Jahre wegen meiner Verletzungen und der Operationen herausfordernd. Ich habe hart gearbeitet, um in Form zu bleiben. Aber ich weiß auch, mein Körper hat Grenzen. Und die hat er mir zuletzt deutlich gezeigt. Ich bin 41 Jahre alt. Tennis hat mir mehr gegeben, als ich mir je erträumen konnte. Doch nun ist es Zeit, meine Karriere zu beenden. Als meine Liebe zum Tennis begann, war ich ein Balljunge in Basel. Ich bewunderte die Spieler. Sie waren Giganten für mich und ich begann zu träumen. Ich möchte mich auch bei meinen Konkurrenten bedanken. Ich hatte das Glück, so viele epische Matches zu erleben, die ich nie vergessen werde. Es war sehr demütig. Man hat das Gefühl, da ist ein Mensch mit sich im Reinen. Also wenn das so überkommt, bin ich froh, ja. Wenn man sich jetzt die Entscheidungsfindung ein bisschen anschaut, ist es ein Entscheid, der monatelang gereift ist? Ist es wochenlang gereift? Oder ist es am Schluss dann doch relativ spontan gewesen, dass du gesagt hast, es geht einfach nicht? Also, ich weiss es schon seit ein paar Monaten. Eigentlich in der Woche, nachdem ich bin ja noch in Wimbledon war, wo ich nicht sicher war, ob ich nach Wimbledon gehen soll, weil ich auch nicht gespielt habe. Es war ja eine Celebration vom 100 Jahre auf dem Center Court. Und ich sagte, ja gut, muss jetzt auch nicht unbedingt dort sein. Und ich habe noch nie aufgehört zu spielen und so weiter. Und dann am Schluss habe ich von Frank Sedgman gehört, der vor 70 Jahren Einzel-Doppel-Mix gewonnen hat in Wimbledon. Und geschrieben hatte, er wäre gerne gegangen, aber er ist einfach zu weit weg und er ist unterdessen, glaube ich, 93. Mhm. Dann habe ich gesagt, er wäre gegangen. Das ist unglaublich. Also, dann muss ich ja unbedingt gehen. Und dann bin ich ja gegangen. Und es war eigentlich wunderbar gewesen. Ich habe unglaubliche Ovationen bekommen in Wimbledon. Und es hat mich natürlich auch dort nochmal geschudert. Mhm. Aber dann auf das Abend, dort habe ich eigentlich noch gesagt, ich hoffe, ich sehe euch alle wieder nächstes Jahr. Und nachher habe ich gemeint, mit spielen. Dort habe ich immer noch den Glauben dran gehabt. Und dann eigentlich so in den nächsten Wochen, die dann gekommen sind, habe ich dann schnell einmal gemerkt, dass Knie nicht mehr auf diesem Level spielen kann. Und eigentlich dann hat es natürlich schnell einmal
hat sich drei Operationen gehabt im Knie. Drei Operationen gehabt. Wie schmerzhaft ist denn schlussendlich tatsächlich den Entscheid zu fassen? Also er ist nicht einfach gesehen. Er macht weh, aber ich weiß, er ist auch richtig gesehen. Und dann haben wir es halt einfach wirklich praktisch über zwei Monate müssen intern behalten, nachdem ich den Entscheid gefällt habe. Bin einmal in die Ferien gegangen, es hat auch geholfen, gar nicht mehr dran gedacht eigentlich. Dann irgendwann einmal habe ich einfach müssen sagen, okay, wie annonciere ich es, wenn annonciere ich es, wo werde ich sein und so weiter. Und das ist dann dort, wo so, ja, ich Knüppel im Bauch hatte. Und wirklich so nochmal alle Emotionen hochgekommen sind, als ich die Wörter probiert eigentlich zu schreiben und so ein bisschen auch den Leuten nochmal Dankbarkeit zu zeigen, weil eben ohne Fans wäre das Leben, die Tour nicht das Gleiche gewesen. Ohne meine Leute um mich herum, meine Mannschaft, meine Familie, das wäre auch nie das Gleiche gewesen. Und darum, und dann auch allen Leuten Bescheid geben, dass ich den Entscheid gefällt habe. Ich habe eigentlich probiert, den Leuten so spät wie möglich eigentlich zu sagen, ja, dass die nicht irgendeine riesen Last mit sich herumtragen müssen. Und zum Schluss ist dann das eben zum Glück alles gut über die Bühne gegangen, bevor ist es jetzt draußen. Wenn du jetzt zum Beispiel schaust, da trainieren die Spieler, die sind halb so alt wie du. Ja, das ist so. Auch ein Entscheid vom also ein bisschen der Kopf gegen das Herz, dass du gemerkt hast, irgendwie der Körper mag nicht mehr und vielleicht ist es jetzt auch mal gut, weil hast du lange gerungen, oder? Ich habe lange gerungen, aber so lange kann man dann, würde ich auch nicht sagen. Ich meine, ich habe das vielleicht innerhalb von ein paar Tagen ist dann das schon über die Bühne und entschieden bei mir auch. Aber irgendwann einmal mit 41 ist es auch okay, wenn du nicht mehr spielst. Also das habe ich ja immer schon gewusst. Ich hatte zwar immer das Ziel, dass ich lang würde gerne spielen würde. Habe ich dann auch geschafft, natürlich 6, 7, 8, 39 und so weiter. Und natürlich hätte ich niemals gedacht, dass ich so viele Operationen müssen haben am Schluss meiner Karriere. Weil ich bin überzeugt gewesen, aber 100%, dass ich nie werden müssen operieren, solange ich spiele. Und das mache ich auch nicht. Aber eben von einem Moment in den nächsten bist du halt einfach dort drin. Und ich habe es probiert zu lösen, die Probleme mit meinen Ärzten, mit meiner Mannschaft und die Reha selber. Und ich glaube, darum habe ich es am Schluss auch so einfach überstanden, die letzten paar Jahre. So schwierig, wie es auch war, die Reha hat mir gar nicht ausgemacht. Ich habe es eigentlich gerne gemacht, weil das ist wie eine andere neue Challenge für mich, auf einem ganz anderen Level. Es hat mich auch daheim gelohnt, natürlich. Gut, Corona ist dann auch noch gekommen. Aber das ist alles für mich nur mal gar nicht so schlecht, mal daheim zu sein, weil ich bis so lange auf Reisen gesehen, dass das eigentlich gut da hat, mal daheim zu sein. Muss man sagen, das ist ja alles in der Öffentlichkeit, wo das stattfindet. Das wird dir auch nicht entgangen sein. Man redet dann auch darüber. Man sagt, klar, wie lange macht das noch? Wann tritt er zurück? Genau. Es hat viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, der hat den richtigen Moment verpasst. Jetzt kannst du es ja ehrlich sagen, wie sehr nervt so etwas. Es ist ein Spielball, oder? Ja gut, aber jeder darf ja seine Meinung haben. Das ist ja auch okay. Und ich habe immer gesagt, bei mir ist so viel Positives über mich berichtet worden, über all die Jahre, dass wenn einmal auch etwas ein bisschen Kritisches sagt, ist das auch kein Problem für mich. Das gehört dazu und lustigerweise kann ich das eigentlich recht gut auch ausblenden. Ich höre es sicher, ich bekomme es auch mit, ich lese es manchmal selber auch und denke, okay, das ist dem seine Meinung. Der weiss vielleicht nicht alles, was am Laufen ist. Und es gibt natürlich solche, die sagen, halt, ein Sport der muss immer ganz oben abtreten. Der muss irgendwie das Weltnummer 1 sein, der muss Wimbledon gewinnen oder muss WM gewonnen haben im Fußball. Du weißt auch nicht, was es war. Und wenn es das nicht ist, gut, dann ist deine Karriere nicht so gut gewesen. Und ich eigentlich schon seit eh und je habe ich mir gesagt, also in einem Märchen innen muss ich nicht aufhören. Ja. Also das ist nicht so, wir werden sehen, was Dennis hergibt, was mein Körper hergibt und dann werden wir es sehen. Und so ist es genau auch gekommen. Im Nachhinein sollte die Operation machen, dort nach dem Match für Afrika in Cape Town im was ich gesagt habe, 2020. Das ist vielleicht mein einziger Entscheid, wenn ich sage, vielleicht hätte ich auch dort müssen spielen, bis ich nichts gesagt habe und jetzt ist es aus. Aber ich habe wirklich gedacht, bin überzeugt, hey, ich habe schon seit längerem Knieweh gehabt. Und also wir reden von Jahren. Und ich habe gedacht, jetzt, das löst sich das Problem, das hat sich auch gelöst. Bilder haben auch gezeigt, das sollte eigentlich nicht etwas riesig sein. Und dann bin ich in eine Spirale reingekommen, wo ich halt einfach am Schluss jetzt ein bisschen dran gebracht habe. Und jetzt hat der Körper gesagt, es geht nicht mehr. Das ist okay. Aber wenn wir nochmal auf die Reaktionen zurückkommen, in der Schweiz bist du dermaßen im Fokus und die Leute reden dermaßen über dich. Und jeder hat ja Meinung über den Roger Federer. Ist das schweizspezifisch, hast du das Gefühl? Auch wenn du deine Karriere anschaust, ist es in der Schweiz ein bisschen kritischer, gerade gegen Ende der Karriere gewesen? Ich weiß nicht, eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Schweiz kritischer war. Ich lese natürlich am meisten Schweizer Medien. Ja. Ich habe also das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, bin ich da ein bisschen blauäugig. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eigentlich da noch ein bisschen halbwegs heil durchgekommen die letzten paar Jahre. Eigentlich so wenig, wie ich gespielt habe und so fest, wie ich mir gehabt habe mit meinem Comeback, was ich schon bei weitem auch nicht perfekt gesehen dort. Dort tut es mir am meisten weh. Oder? Ich sage jetzt mal, im Moment, wo du eigentlich probierst, zurückzukommen wie letztes Jahr, und ich weiss, ey, das Knie, das ist gar nicht gut. Ich habe ja gewusst, vor Wimbledon, also da, ich
bringen nichts mehr richtig zustande. Darum war ein Viertelfinale schon ein absoluter Brüller für mich. In Halle bin ich vom Platz gelaufen, eigentlich weinend. Ich wusste, Wimbledon, das gibt nichts mehr und ich muss wahrscheinlich wieder operieren. Das habe ich schon gesehen und gespürt. Und dann spielst du Wimbledon, verlierst 6-0 im Dritten und gehst in die Pressekonferenz und habe mich noch eine halbe Stunde lang vorbereitet für die Medien. Was werden sie mich jetzt fragen über das Knie und was kann ich antworten? Ich komme in die Pressekonferenz rein und nicht einer mich gefragt über das Knie. Ich denke, sehen die nicht recht oder denken die wirklich, ich bin so schlecht unterdessen? Ich weiß es auch nicht. Das ist okay, oder? Ja. Ich bin froh, sie haben sie mich nicht über das Knie gefragt. Aber dann ist es für mich schon auch manchmal komisch. Oder es zeigt auch, wie unglaublich ich Schwächen verdecken kann. Ja. Oder dass die Leute meinen, ich bin auf 100%, ich bin einfach nicht mehr auf dem gleichen Level. Und dort bin ich natürlich schon eigentlich auch ein bisschen durcheinander gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja auch verständlich, dass eben nach einer Karriere wie deiner, und es ist eine unglaubliche Karriere, wenn man sich das mal so im Rückblick anschaut. Ja, absolut. Das ist unglaublich. 2003 sein erster Grand-Slam-Titel. Der erste für einen Schweizer überhaupt. Congratulations, Roger Federer! Ein großer Champion wird er im Laufe der Jahre, nicht nur im Moment des Sieges. 8 seiner 20 Grand-Slam-Titel holt Federer an der Londoner Church Road, ist dort Rekordsieger. Hinzu kommen 5 US Open-Titel, 6 Australian Open-Siege und ein Triumph in Paris. Federer gewinnt an allen Grand-Slam-Turnieren. Der Beste der Welt ist er, die Nummer 1. Erstmals 2004, letztmals 2018. Insgesamt für 310 Wochen lange Rekord. An 4 Olympischen Spielen ist er dabei, holt Gold im Doppel mit Wawrinka und Silber im Einzel gegen Murray. Keiner hat mehr Davis-Cup-Matches für die Schweiz gewonnen als Federer, die Krönung der Gewinn des Pokals 2014. Ein Weltstar zum Anfassen, eine Ikone seines Sports, x-fach geehrt und ausgezeichnet, Publikumsliebling, Kassenmagnet, Mediendarling. Sein Können, seine Eleganz haben beeindruckt, seine Emotionen berührt. Eine große Karriere geht zu Ende. Ein außergewöhnliches Kapitel Tennisgeschichte ist fertig geschrieben. Wenn man die Karriere anschaut, es gibt Höhepunkte, es gibt Tiefpunkte. An was bist du mehr gewachsen? Es klingt immer so einfach. Nein. Es ist sicher so, von meinen 1000, ich weiß nicht, wie viele Matches gespielt habe, 500, 700, ich weiß es nicht, sind so viele gewesen. Ich kann mich wahrscheinlich mehr an die Niederlage kann ich mich wahrscheinlich zu 98% erinnern. Die Siege irgendwann einmal sind irgendwo so ein Stepping Stone gewesen, oder von einem zum anderen. Es bringt dich zum Finale oder es bringt dich zum Turniersieg irgendwann einmal. Und viele haben mich dort auch ein vergessen. Außer ich sehe noch ein Bild und denke, ah ja, stimmt, das ist auch noch gesehen, oder? Aber ich muss sagen, es ist eine lange, harte Karriere gewesen, mit absoluten Highlights. Aber am meisten lernst du wahrscheinlich schon fast außerhalb, oder? Einfach was alles. Was du machen musst für das Match, oder? Ja. Mit dem Reisen, mit der Organisation und dann nach einer Niederlage, wie gehst du mit deren eigentlich um oder mit dem Sieg auch und wie gehst du dir weiter, wie kannst du dich von Null auf wieder alles wieder anfangen, weil jedes Turnier fängt wieder bei Null an und ich glaube, dort habe ich am meisten gelernt wahrscheinlich. Und das fasziniert ja unglaublich viele Leute. Eine gewisse Gelassenheit, gleichzeitig aber eine unglaubliche Professionalität. Müssen liefern, wenn es gefragt ist, aber dann auch wieder ein bisschen loslassen. Ja. Wie hast du das geschafft? Kann man das jetzt sagen? Oder ist vieles auch ein bisschen intuitiv gewesen? Auch zu dieser Marke Roger Federer werden, die eigentlich international einfach nur positiv konnotiert ist. Ja, ich habe immer gesagt, ich möchte auch nicht perfekt sein. Ich bin immer authentisch geblieben. Ich glaube, ich bin immer mehr selber geblieben. Ich glaube, dass mein Umfeld sich nicht gross verändert hat. Hat mir sich extrem Halt gegeben und mich auch leben lassen. Ich glaube, ich hatte einfach eine tolle Mannschaft und wir haben immer gesagt, wir haben es lustig untereinander, aber wir haben auch immer die gleichen Ziele wollen, verfolgen. Wenn es nicht einfach war, habe ich immer gewusst, ich kann auf meine Leute zählen. Aber gleichzeitig habe ich, auch wenn ich gewisse Leute zahle, oder die Mannschaft, das ist eigentlich komisch, ich zahle sie, dass sie mich kritisieren eigentlich. Und ich weiss, mein ganzes Umfeld, ich habe dann immer erlaubt, mehr die Wahrheit zu sagen.
Oder? Das hast du jetzt wirklich falsch gemacht. Du hast ein Zeichen rausgelassen. Warum machst du das? Oder du spielst schlecht oder was auch immer. Das musste ich alles müssen irgendwie hören. Auch. Und ich bin auch immer wieder fragen, sind ihr denn zufrieden? Ist eigentlich alles so, wie es für euch auch stimmen würde? Ist das eine Gefahr, wenn man so populär und prominent ist, dass die Leute die Ware dann nicht mehr sagen? Absolut, da bin ich überzeugt. Ja. Ich glaube, das siehst du auch immer wieder bei irgendwelchen Superstars, aber es ist egal. Abhebt. Ja, oder einfach, dann wird gar nicht mehr Nein gesagt. Oder? Ja. Und ich sage, das ist bei uns sicher nicht der Fall gewesen. Und da bin ich Gott davor, dass es so war, weil ich probiere auch die Werte weiterzuleben, ob es das zu jungen anderen Tennisspielern ist oder zu meinen Kindern und so weiter. Der Respekt und der Anstand muss einfach da sein, das ist klar. Das ist noch spannend. Du wirst dich nicht erinnern, aber ich bin vor über 20 Jahren bin ich im Team, das deine erste Homepage gemacht hat. Ich habe dort Content geschrieben und da haben wir dich angefragt, um einen Spruch, der für dich steht. Okay. Hast du gesagt, du wählst einen Spruch da drauf. Okay. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Richtig, also, genau. Es ist wichtiger, nett zu sein. Jawohl. Das hast du durchgezogen und das schätzen ja viele Leute. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich weiß eben, nicht. Wie schwierig ist das so? Ja, da geht es wirklich ganz an Anfang, an Ursprung eigentlich, als ich so auf die Tour gekommen bin. Haben mir natürlich viel gesagt, weil bei mir hat es immer so ein bisschen ausgesehen, wenn ich verliere, es ist immer ein bisschen gleichgültig. Mhm. Oder da hätte ich doch mehr kämpfen können. Ich denke, aber wie kann ich mehr kämpfen? Ich werde nicht anfangen stöhnen auf dem Platz, ich werde nicht anfangen mehr schwitzen, so bin ich halt nur mal. Ich werde nicht mehr anfangen, kann ich umschreien, ich weiß auch nicht was. Wie tut man denn das zeigen, dass man noch mehr hätte gewinnen? Und das ist mir wirklich ein Rätsel gewesen. Und darum haben sie gesagt, ja, du musst auch ein bisschen nicht so nett sein, du musst ein bisschen böser werden, dann wirst du auch mehr Erfolg haben. Und dann habe ich das wie vielleicht mal probiert, ich weiß nicht. Aber ich habe gesagt, das bin nicht mehr ich, dann bin ich ja ein Schauspieler und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das wollte ich nicht. Ich probiere es mal auf die nette Art, weil ich habe das Gefühl, ein Lieben und so weiter. Und ich möchte das auch auf dem Platz sein, das muss doch gehen, weil wir sind nicht irgendwie im Körperkontaktsport. Das ist nochmal anders, es ist viel mehr persönlich, oder wenn die eine irgendwie probiert zu verletzen, aber das ist im Tennis nicht so. Und dann, so habe ich das eigentlich irgendwie geschafft, dass man halt das auch irgendwie auf eine normale Art und Weise kann lösen kann. Ich habe eigentlich auch probiert, zum Beispiel gegen Andy Murray oder gegen Leighton Hewitt, wo ich wusste, die sind sehr so auf Blickkontakt aus und die wollen mit dir kämpfen und so weiter. Dann habe ich gesagt, weißt du, ich schaue sie gar nicht an, ich bin ganz relaxed, ich mache auch gar nicht Pfust machen, weil ich sie nicht nur auf einmal wahnsinnig machen, dass sie mich anfangen, irgendwie hassen auf dem Platz und dann durch das besser spielen. Ja. Ich habe das eigentlich immer probiert, dann so völlig cool Arbeit zu spielen, aber dann natürlich hinter der Fassade. Ich sage, okay, aber wir kämpfen um alles, wir geben alles. Wie wichtig war das Umfeld? Du kommst aus einer Familie, die dir sehr nah war und immer noch ist. Die Eltern, die Schwester Diana, jetzt Mirka seit 22 Jahren, die vier Kinder. Am 8. August 1981 kommt Roger Federer in Basel zur Welt. Der Sohn des Schweizers Robert und der Südafrikanerin Lynette Federer wächst zusammen mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Diana in Basler Vororten auf. Für Klein Roger zählt nur Tennis. Er war nicht sehr selbstständig. Also die Eltern mussten ihn immer pushen, so um seine Hausaufgaben zu machen, mit ihm hinsitzen. Im Jahr 2000 lernt der 19-jährige Federer am Rande der Olympischen Spiele in Sydney die drei Jahre ältere Mirka Wawrinec kennen, eine Schweizer Tennisspielerin mit slowakischen Wurzeln. Am 11. April 2009 heiraten sie in Rien bei Basel im engsten Familien- und Freundeskreis. Drei Monate später werden sie Eltern von eineiigen Zwillingstöchtern, Charlene und Mila. Am 6. Mai 2014 kommen die eineiigen Zwillingssöhne Leo und Lenny zur Welt. Ein Trainer hat dich sehr auch beeinflusst, der Peter Carter, wo dir die Werte auch vermittelt hat. Denkst du jetzt auch noch ein bisschen zurück, dass du sagst, irgendwo das, was ich geworden bin, ist auch aufgrund von diesen Menschen? Auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe das große Glück, das habe ich im Brief auch so gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe absolut tolle Coaches gehabt, vom Anfang bis zum Schluss. Ich könnte nicht einen sagen, wenn ich sage, das war gar nichts gewesen, aber von dem habe ich gar nichts gelernt. Ich habe wirklich von jedem das Gefühl, ich etwas mitnehmen kann. Ich war immer auch interessiert gewesen. Da habe ich mich gefragt, warum machen wir das? Ich muss das wissen. Ich weiss ja, dass wir hier nicht Krafttraining machen für den Strand. So clever bin ich noch. Aber ich muss genau wissen, ist es denn das für den fünften Satz? Ist es, dass ich nicht verletzt bin? Um was geht es da? Und der Peter Carter, klar, hat einen riesen Einfluss auf mich technisch einmal. Und wenn ich heute Tennis spiele, habe ich ihm viel zu verdanken. Aber eben auch, er ist schnell einmal, hast du so ein bisschen
der große Bruder. Ja. Natürlich auch ja. Peter Carter ist sicher das auch gesehen. Ich habe einen enormen Respekt vor ihm. Marc Rossi zum Beispiel war auch wieder großer Großbruder gesehen. Haben auch immer geholfen gehabt. Und dann natürlich auch derselbe, der jetzt natürlich mit mir schon seit 15 Jahren unterwegs ist. Das sind alles wie Bigger Brother Leute um mich herum. Und ich bin froh, dass ich eben von ihnen vieles mitgenommen habe. Nicht nur, was es jetzt damit anzugehen mit Taktik, Vorhand und Backhand, aber vor allem eben auch Menschliche. Das Menschliche. Das ist für mich wirklich eigentlich noch fast wichtiger. Jetzt hat Peter Carter deine Erfolg gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Die 20 Grand Slam, er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen vorher. Ist das auch das Bedauern, dass jetzt nicht alle... Sehr, ja. Auf jeden Fall. Also vor allem bei ihm natürlich, dass er das nicht gesehen hat, ist natürlich, tut mir enorm weh. Und aber natürlich, es gibt viele andere, die das jetzt alles noch mitbekommen haben. Ich habe jetzt gerade vor der Physio noch mal gesehen, mit dem, den ich vor sieben Jahren, während, ich glaube, sechs, sieben Jahren auch zusammen geschafft habe. Wir haben so viel erlebt natürlich und die Leute, die wissen, wie schwer mir der Entscheid sich gefallen ist, weil ich liebe Tennis über alles und werde natürlich in Zukunft auch irgendwie am Tennis erhalten bleiben. Mhm. Und darum würde ich eigentlich gerne auch noch vielleicht eine Exhibition machen, wo ich wirklich den Fans und meiner Mannschaft und allen danken kann. Weil hier ist der Labour Cup, das ist das Turnier, das ist eine wunderbare Plattform, dass ich hier sein darf, natürlich. Aber ich würde gerne noch, natürlich in Zukunft noch Exhibitions sowieso spielen, aber vor allem noch eine spezifische würde ich gerne noch spielen, zum richtigen Adieu und Tschüss sagen. Und da sieht man ja einen Roger, den es eben auch gibt. Der, der sehr gerne spielt, auch mit den Leuten ist. Mhm. Man hat in der Vergangenheit immer wieder einen lustigen Roger Federer gesehen. Ich denke an das Video mit dem Nadal. Den legendärsten Ausbruch hat Fedi bei einer Videoaufzeichnung mit seinem ewigen Rivalen und Freund Rafael Nadal. You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. Jeez. So Rafa, do you... He gives me the look, yeah. Ich bin sehr glücklich, dass mich Roger in der Garderobe motiviert hat. Ich hoffe nicht, dass ihr die Garderobe teilt. Nein, nein, nicht in der Garderobe, im Gang davor. Das muss ganz klar betont werden. Sind das Ventil, die du gebraucht hast in deiner Karriere? Das heißt, der Humor ist mir sehr wichtig, oder? Logisch, also ich meine so, jeder Sportler hat irgendwo Humor, sage ich mal irgendwo. Du kannst ja nicht irgendwie in den Keller lachen die ganze Zeit. Also für mich ist, wir haben es super lustig gehabt um Tour. Natürlich die zweite Hälfte ist natürlich sehr dominiert worden von Familienvater zu sein, mit dem Mirko zusammen. So ein bisschen das Gefühl können überzubringen. Wir sind auch daheim auf der Tour oder, und so. Aber wir haben es wirklich, wirklich lustig gehabt. Und ich mache immer wieder Witze mit allen. Und ich glaube, meine grosse Stärke, wenn ich das, ich sage das nicht gerne, oder ich, das mache ich noch gut und so weiter. Aber ich glaube, wie schnell ich kann eigentlich abschalten kann, vom Moment, wo ich jetzt hier auf dem Platz bin, ich laufe raus nach einem Match und zwei Minuten später bin ich gerade wieder aufgelegt für irgendwelche Witze. Oder, hey, wie machen wir weiter? Weißt du, klarer Kopf und so weiter. Und ich glaube, das hat mir eigentlich geholfen, dass ich das so lange auf der Tour eigentlich überstanden habe, sage ich jetzt mal. Wie bist du mit denen? Du hast vorhin Niederlagen angesprochen. Es gibt ja epische Niederlagen. Nadal im 5. in Wimbledon, Djokovic nach Matchball. Hast du dort auch so einfach können abschalten können? Es hat schon in dir gerodet? Also, als Beispiel, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich war es nach... Nach dem Djokovic-Match in Wimbledon, oder, da haben ja viele noch im Kopf, so ein Gott, das ist eigentlich noch schade. Ja, es ist eher schade gewesen, sagen wir es mal so. Und dann komme ich zurück und dann, klar, bin ich so ein bisschen enttäuscht gewesen. Und dann hat es schon 20 Leute im Haus gehabt, wo wir gemietet haben. Und dann haben wir eigentlich eine schöne Nacht, die wir eh immer organisiert haben nach dem Turnier. Mhm. Und dort das eigentlich ganze feiern, egal ob gewonnen oder verloren. Und dann natürlich bin ich mal zuerst ins Zimmer verschwunden und so weiter. Und sind Kinder so gekommen zu mir und sagen, ah, Papa, komm jetzt auch runter und so weiter. Und ich so, weißt du was, ich glaube, ich brauche nur 5 Minuten, muss ich schnell aufs Bett liegen. Ich muss mich nur schnell abreagieren oder einfach kurz mal einfach liegen und die Augen zu machen und alles nochmal durchspielen lassen. Nochmal schnell von mir aus traurig werden. Und dann tue ich den Schalter umlegen und dann komme ich wieder runter und haben einen wunderbaren Dinner gehabt. Und wir haben eigentlich nur noch gelacht, eigentlich den Rest vom Oben. Wir haben heimgekommen nachher in die Schweiz. Wir haben Caravans, so Homemobiles gemietet, sind nachher dann ins Appenzellerland wandern und haben in denen geschlafen. Ich bin fast nicht von den Stegen herabgekommen am Morgen früh, weil mein ganzer Körper ist so kaputt war.
Und das Leben geht weiter. Ich meine, ich kann nicht hier nachtouren ewig lang. Aber klar, ab und zu sind wieder Flashbacks, wo du denkst, ah, schon noch schade. Hätte doch noch vielleicht das gemacht. Aber heute ist das alles wieder weg. Wir sind fast am Schluss. Es gibt einen Punkt, der auf YouTube immer wieder angeschaut wird. Ein epischer Punkt gegen Andy Roddick in Basel. Ah, oh, der, ja, stimmt, der lang, lang her, ja. Vielleicht der beste Punkt von deiner Karriere. Vielleicht, ja. Wenn du so einen wieder anschaust, wirst du doch wieder ein bisschen wehmütig und sagst, hey. Ich würde ja so gerne immer noch ewig spielen, aber das würde ich auch in Zukunft machen können, aber halt einfach nicht mehr nur mit ganz vielen Kameras, wo jeder Slow-Motion-Winkel hat von diesem Punkt, oder? Aber wenn ich eigentlich das Video zum Beispiel sehe mit dem Roddick, dann denke ich eigentlich, was für ein Privileg es war, dass ich so lange spielen durfte, weil das ist schon so lange her. Und es kommt mir schon fast vor, es ist wie in einem anderen Leben gewesen, lustigerweise, oder? Also darum, ich sehe eigentlich eher die Zeitspanne, wie lange ich das machen durfte. Überall auf den coolsten Plätzen der Welt. Und darum ist das für mich eine tolle Zeit gewesen. Ein dankbarer Roger Federer am Ende seiner Karriere. Am Ende vom Interview gerne noch einfach vier kurze Fragen, vier kurze Antworten. Der beste Gegner, den du jeder gegen gespielt hast? Sagen wir den Rafa. Der beste Punkt? Vielleicht einer der wichtigsten Besten war der gegen Nadal in Australien 2017. Irgendwie bei Hughes und 4-3, glaube ich, im 5. Oder so. Was willst du deinen Kindern mitgeben für ihr Leben? Meine Erfahrungen und Anstand und Respekt. Und was lernst du am meisten von deinen Kindern? Geduld. Ja, und Motivator zu sein im Leben. Roger Federer, danke vielmals für das Spiel. Alles klar, sehr gerne. Danke. Und danke Ihnen vielmals, sind Sie mit dabei gewesen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, eine gute Zeit und alle miteinander.